This is Master Fly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. We all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds. Flying high, but I can't even break myself down to the whole sky. Back again, feeling like I'm really dry. Oh shit, maybe I should get something in my lips. So, ihr Lieben, wie das immer so schön mit dem Choreografieren ist. Ja, ihr macht das alles schon gut. Selektoren, Selektoren. Ja, gut. Jetzt hat Mika begriffen, wie das mit den Stühlen funktioniert. Hervorragend. Wie ihr also alle gesehen habt, wir sind hier zum Stühlewackeln heute. Leider ist es so, dass viele Leute bisher den Weg nicht hierher geschafft haben aus dem Problem, weil natürlich der öffentliche Nahverkehr gerade sehr problematisch ist. Trotzdem haben wir hier ein Programm und es ist auch wichtig, hier zu sein. Und der Tag heute ist auch ganz spezifisch gewählt. Aus dem Grunde einmal, wir sind am Höhepunkt dieser Affäre momentan angelangt. Wir haben heute gegenüber im Paul-Löbe-Haus den NSA-Untersuchungsausschuss am Tagen. Ich denke mal, Sie sind alle deswegen auch da. Und wir haben natürlich auch gleichzeitig die Republika am Laufen in Berlin. Also es ist wirklich, denke ich, eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür. Zum Ablauf des heutigen Tages hier bis 12 Uhr wird die Veranstaltung stattfinden. Es wird jetzt ein paar Redebeiträge geben. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Bruno Kramm. Ich bin der Landesvorsitzende der Piratenpartei Berlin. Wir haben aber auch noch Leute da wie den Joachim Paul. Von unserer Fraktion, der Fraktionsvorsitzende im Landesparlament von Nordrhein-Westfalen. Wir haben noch aus unserem Bundesvorsitz die Hermi da, die ein paar Worte sagen wird. Und natürlich noch den lieben Lars Hohl, mein Kollege und Stellvertreter aus dem Landesvorstand Berlin. Und dann wollen wir natürlich am Schluss den Leuten auch noch die Möglichkeit hier direkt vom Kanzler an, wo man ja mal wirklich die Möglichkeit hat, zu seiner Kanzlerin direkt zu sprechen. Ich muss auch sagen, ich genieße es sehr. Ich glaube, ich werde meine Rede gleich so halten. Es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, ja, um den Stuhl nach oben halten. Eine wunderbare Möglichkeit, denke ich, auch hier dieses Open Mic zu haben. Ich werde jetzt einfach mal anfangen als Erster. Eigentlich wollten wir ursprünglich um 11 Uhr anfangen, aber ich denke, wir fangen einfach an. Frau Merkel, wir sind fassungslos und wütend, weil Sie uns belogen haben. Weil Sie die schändlichen Taten des BND seit Jahren mit Ihren Erzählungen aus dem Neuland decken und erst möglich machen. Sie haben sich an so vielen Dingen schuldig gemacht, dass die Zeit dieser Demo wohl kaum reichen wird, alles aufzuzählen. Wir sind es satt, wie Sie dieses Land als devoten Erfüllungsgehilfen für NSA-Interessen verwalten, ohne je die Privatsphäre der Menschen, die Freiheit nach innen zu schützen. Wir sind gekommen, um jetzt an Stühlen zu rütteln, denn Ihre Lügen, Ihre Ausreden und Ihr Nichthandeln sind unerträglich geworden. Seit den ersten Snowden-Leaks im Jahr 2013 sind beinahe im Wochentakt erschütternde Erhüllungen aus dem scheinbar Nichts aufgetaucht. Egal ob Prism, Tempora, GCHQ, Five Eyes, Kanzlertelefongate, Iconal, BND-Affäre und gestern noch delikate Leaks in einer MAD-Affäre, in der Journalisten konspirativ diskreditiert und eingeschüchtert werden sollten. Alles, all das parieren Sie mit einer Gleichförmigkeit eines Anrufbeantworters und mit dem Charme Ihres Mentors Helmut Kohl. Sie sagen, es soll lückenlos aufgeklärt werden und was Sie uns nicht sagen können,
ist zu unserem Schutz vor Terror und der Treue gegenüber ihren amerikanischen Partnern geschuldet. Da frage ich mich, welches Landes Bundeskanzlerin sind Sie? Lasst uns an Stühlen wackeln! Geschuldet ist das alles einer Sache. Die primitiven Erklärungsmuster eines texanischen Einfallspinsels sind seit den 9/11-Anschlägen Ihr Reim, Frau Merkel, Ihr Reim auf alles. Egal ob Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft, Lücken und anlassloses Ausspähen aller digitalen Sphären unserer Gesellschaft und jetzt sogar der kriminelle Datendiebstahl und Einbruch in Konzerne und die Kommunikation unserer europäischen Nachbarn. Das Morden durch anonyme Drohnen, das über und mit Hilfe unserer Dienste koordiniert wird, alles geschieht zu unserem Besten und zum Schutz vor Terror. Sie haben Blut an den Händen, Frau Merkel. Es ist genug, wir wackeln an Stühlen. Und wie wir sehen, der erste Stuhl ist auch schon zerbrochen. Nein, Frau Merkel, ja, der Messiasstuhl. Nein, Frau Merkel, der Terror kommt von unseren Geheimdiensten. Das sind Ausflüchten seit Beginn Ihrer Kanzlerschaft, das perfekte Alibi, um immer umfassender in unsere Privatsphäre einzubrechen. Dabei ist es gerade Ihre perfide Erzählung vom Neuland, die die Menschen in unserem Land vom Begreifen der wesentlichen Analogie ablenkt. Digitale Sphäre und die Privatsphäre des Schlafzimmers sind das Gleiche. Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, umso weiter gedeiht die umfassende Kontrolle und Beobachtung im Netz. Und die Vernetzung unserer Welt, aller Dinge, die uns umgeben, ist erst am Anfang. Umso wichtiger ist es jetzt, endlich umfassende Klarheit zu schaffen und all das Treiben der letzten Jahre des BND lückenlos aufzuklären. Wir rütteln an Ihren Stühlen, Frau Merkel. Während die Menschen noch immer über die Leaks von Snowden sinnieren, die bereits mehr als 2 Jahre alt sind, ist die technologische Überlegenheit der Geheimdienste weiter gewachsen im Stillen. Ganz im Sinne des Mooreschen Gesetzes. Alle 12 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit integrierter Schaltkreise und damit der Wachstum in die Tiefe, mit der unsere digitalen Informationen zu einem umfassenden Profil aller Aspekte unseres Lebens werden. Gläsern und vorhersehbar, kontrolliert und programmierbar. Das ist der Terrorismus, den wir fürchten. Er ist digital und er ist hausgemacht. Wir rütteln an den Stühlen derer, die uns terrorisieren. Den realen Terrorismus bekämpft man aber nicht durch Überwachung. Genauso wenig, wie wir unsere westlichen Ideale, unsere Freiheit an fernen Kriegsschauplätzen verteidigen. Terrorismus bekämpft man, indem man eben nicht in fremde Länder einmarschiert. Man bekämpft ihn durch Mitmenschlichkeit, durch Hilfe für Flüchtlinge, durch die Begrenzung von Waffenexporten, durch das Werben für Pluralität und Vielfalt einer offenen und transparenten Demokratie. Erst die Achse des bösen Politik nach 9/11 und der Einmarsch in den Irak hat die hässliche Fratze des ISIS-Terrors geboren. Kriminalität bekämpft man nicht durch Überwachung. Man bekämpft sie, indem man Menschen in unserer Gesellschaft nicht ausgrenzt. Man muss die soziale Schere bekämpfen, den Menschen einen würdigen Platz in der Gesellschaft geben. Und Angst zu guter Letzt bekämpft man nicht, indem man die Lügen entlarvt, die täglich die Einschränkung von Freiheit als nötiges Mittel für mehr Sicherheit fordern. Was uns wirklich Sicherheit bedeutet, ist für die Überwachungsbehörden der Raum ihres Misstrauens. Für ihre Vorstellung von Sicherheit brechen sie Grundrechte. Sie brechen in unser Privatestes ein. Und das auch, weil sie für den möglichen Angriff auf unsere Gesellschaft immer etwas im Ärmel haben wollen, um dann sagen zu können, wir haben doch alles getan. Dabei erreichen sie genau das, was die Feinde eines freien westlichen Lebensstils im Auge haben. Unsere Freiheit zur Vielfalt und individuelle Entfaltung. Dabei ist unser Land selbst der Hort von Terror und Gewalt, denn der Tod ist schon immer ein Meister aus Deutschland, das die tödlichen Waffen mit Hochpräzision herstellt.
Man kann es fremden Geheimdiensten gar nicht übel nehmen, die die militärische Industrie von Deutschland abhören. Schon alleine, um zu erfahren, in welche Region zu welchen Despoten und Tyrannen Waffen geliefert werden. Wir verlangen das Ende der unsäglichen Waffenexporte und rütteln an ihrem Stuhl. Und jetzt, zu guter Letzt, je länger wir hier gemeinsam stehen, desto wahrscheinlicher wird die Kombination der Bewegungsprofile unserer Handys und Smartphones. Sie ziehen eine Verbindungslinie in den Algorithmen der Geheimdienste. Sie machen aus friedlichen Demonstranten Verdächtige. Unsere Telefonate, SMS, unsere Router werden genauso belauscht wie sämtliche Mails und Aktivitäten in Social Networks. Unsere Gesundheitsdaten, die Kommunikation mit Anwälten, ja sogar die Pressefreiheit ist betroffen. Wer mit Informanten spricht, kann keinerlei Quellenschutz garantieren. Vertrauen stirbt. Denn unsere Daten sind der Rohstoff zur Vermessung der Menschen nach Gefahrenpotenzialen durch Geheimdienste. Sie kennen uns bald besser als unsere Freunde. Die digitalen Doppelgänger, die sie erstellen, schweben wie ein Damoklesschwert über uns. Sie ersticken unsere Freiheit und die Sicherheit durch einen allgegenwärtigen Beobachtungsstaat. Das ist Terrorismus, Frau Merkel. Wir rütteln an ihren Stühlen. Die Selektorenliste mit vielen hunderttausend Begriffen ist nichts anderes als der Browserverlauf der NSA. Die viel wichtigere Frage ist, wer, wann und wo überall diese vollumfänglichen Zugriff hat und welche neuen Techniken jetzt eingesetzt werden. Die lächerliche Auskunft der Kanzlerin, man müsse jetzt mehr kontrollieren, wird wohl kaum die umfassende Sicht in die Suchmasken der Nerds des BND umfassen. Sie wird wohl kaum die Fragen nach den Botnetzen der NSA und nach den Drohnenmorden beantworten. Wir sagen nicht so weiter, Frau Merkel. Wir rütteln an Ihrem Stuhl. Was wir aber garantieren können, was passieren wird, Sie werden wieder Bauernopfer, statt selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir werden nicht leise sein und an den Stühlen rütteln, bis die massenhafte, anlasslose und lückenlose Überwachung unserer Privatsphäre, der Einbruch und Diebstahl und die Hehlerei mit den Geheimnissen unserer Wirtschaft, der Vertrauensbruch gegenüber unseren europäischen Nachbarn aufhört. Wir werden nicht leise sein, bis der digitale Staatsterror des BND seine restlose Aufklärung erfährt. Wir wollen die Ausweisung der NSA-Beamten. Wir wollen eine umfassende Kontrolle und Bestrafung jener Mitarbeiter, die sich an Drohnenmorden schuldig gemacht haben. Es ist uns vollkommen egal, ob das die Beziehung zu den USA nachhaltig stört. Denn wirkliche Freunde sind Menschen von Ländern und nicht Staaten untereinander. Und diese Menschen werden verstehen, worum es uns geht. Es ist uns egal, ob das eben diese Beziehung stört. Wir wollen, dass Sie sich unseren Nachbarn, Frau Merkel, gegenüber für den Vertrauensbruch entschuldigen. Wir werden nicht leise sein und an den Stühlen rütteln, bis das letzte Überbleibsel des Kalten Krieges der BND in seiner jetzigen Form begraben wird, Frau Merkel. So, und nachdem wir jetzt die ganze Inneneinrichtung unserer Landesgeschäftsstelle so langsam ramponiert haben, würde ich ganz gerne an den Lars Hohl, meinen Stellvertreter, übergeben. Ja, erstmal schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin diese Woche hier in Berlin. Es ist die Europäische Datenschutzkonferenz, die ersten zwei Tage gewesen. Zurzeit ist die Deutsche Datenschutzkonferenz in Pullmann. Da habe ich die Chance, mit Datenschutzbeauftragten von großen Konzernen, aber auch von Aufsichtsbehörden zu sprechen. Und das Thema, was wir hier gerade besprechen, ist ein Thema, was sowohl in den Regulierungsbehörden als auch in den DAX-Konzernen überall ein Thema findet, weil es teilweise unsere Aufgabe als Datenschutzbeauftragte ad absurdum führt. Wir haben juristische Auflagen, um die Daten von unseren Kunden, von unseren Mitarbeitern zu schützen. Und wir sehen, wie mutwillig Daten herausgegeben werden, wie billigend in Kauf genommen wird, dass ganze E-Mails per Catch-all abwandern.
Was mich gestern wirklich berührt oder vielmehr erschüttert, war Frau Vossoff. Frau Vossoff ist unsere Datenschutzbeauftragte hier in Deutschland und sie erzählte über ihre Ausstattung ihrer Behörde. 8 Menschen kümmern sich dort um die Kontrolle unserer Sicherheitsorgane. 8 Menschen sollen diesen ganzen Moloch, diesen Staat im Staat kontrollieren. Man kann sich vorstellen, mit einer solchen Ausstattung ist eine wirksame Kontrolle nicht möglich und somit anscheinend auch nicht gewünscht. Und was sie dann sagte, das ist ziemlich sehr eindringlich ist, ja, schauen Sie sich an, seit 9/11, wie viele neue Sicherheitsgesetze erlassen wurden. Das heißt, im Datenschutzsprech, wie viele Verfahren, in denen personenbezogene Daten enthalten sind, neu gekommen werden. Wir kommen mit der Prüfung nicht hinterher. Eine Evaluierung dieser Verfahren findet nicht statt. Und jetzt ist das Spannende. Jetzt stehen hier einige Bürger, die an den Stühlen rütteln wollen. Wir müssen es schaffen, dass die Leute in den Parlamenten anfangen, ein Misstrauensvotum auszusprechen und dort an Stühlen rütteln. Und da ist es mir eine Freude, eine richtige Freude mitzubekommen, wie jetzt in der Koalition schon das Friendly Fire beginnt. Ja, wo sozusagen gesagt wird, das wusste aber Merkel dann schon. Das heißt, die SPD macht sich einen schlanken Fuß, spielt den Ball rüber. Und jetzt wird es dann spannend. Wie reagiert denn die CDU? Im Deutschlandfunk-Interview gestern Morgen sagte sie dann, wir würden ja gerne die Selektorenliste rausgeben, aber wir wissen nicht, was in der geheimen Absprachen zwischen SPD und den Grünen und den USA damals war. Das heißt, da wird der Ball auch wieder im Kreise gespielt und jetzt wird es spannend. Können wir es schaffen, dass die Koalition daran zerbricht? Ja, weil wir klappern hier draußen und es muss auch da drinnen ein Stuhl zerbrechen. Danke. Danke, danke, lieber Lars. Ich würde jetzt den lieben Joachim bitten, aus dem Fraktionsführer der Fraktion im NRW-Landtag der Piratenpartei. Ja, vielen Dank und schönen guten Morgen. Und Sie können auch ruhig was näher kommen, die NSA weiß sowieso, wo Sie sind. Wir haben vergangenen Mittwoch im Anschluss an eine Aktuelle Stunde im Landtag von Nordrhein-Westfalen beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gestellt. Auf § 99 Landesverrat gegen die koordinierenden Politiker im Bundeskanzleramt. Angefangen bei Frank-Walter Steinmeier, Thomas de Maizière und jetzt der aktuelle Peter Altmaier. Und natürlich nicht zu vergessen derjenige, der letztes Jahr vollmundig den NSA-Skandal für beendet erklärt hat, Ronald Pofalla, der hat sich ja zur Bahn abgesetzt. Dazu haben wir weiter Strafanzeige gestellt gegen die Führungsebene des BND, vor allen Dingen gegen Herrn Schindler, den letzten BND-Chef. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Das Ganze hat allerdings eine Vorgeschichte. Man muss sich das mal vorstellen. Im vergangenen August ist die Bundesregierung aufgeploppt. Im Auftrag von Frau Merkel haben die Minister Gabrindt, Dobrindt und de Maizière eine digitale Agenda auf den Weg gebracht, die strotzt von Wünschen, von Wollen, von neoliberalem Turbosprech und davon, wie man das Internet mit Geschäftsmodellen auch in Deutschland bereichern kann. Im Zuge dieser Geschichte hat Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, eine eigene digitale Agenda für sein Bundesland ins Leben gerufen, mit dem Titel Heimat, Highspeed, Hightech. Und im Januar diesen Jahres folgte Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen mit Megabits, Megahertz, Megaperls. Ich frage mich, was haben die Texter von diesen Politikern geraucht? Da hat man nun im Zuge der grandiosen Entdeckung des Neulands von Frau Merkel vor zwei Jahren, diese schönen Gestade des neuen Landes entdeckt und staunt und freut sich auf neue Geschäftsmöglichkeiten. Und Sie, Frau Merkel, und die Landespolitiker glauben aber immer noch wie Weiland Kolumbus, Sie hätten den Seeweg nach Indien gefunden. Und der jetzige BND-Skandal zeigt uns, das ist etwas ganz, ganz anderes. Beim GCHQ und bei der NSA steht im Auftrag drin Wirtschaftsspionage. Beim BND steht das nicht drin. Muss man auch nicht reinschreiben, ist ja eine Außenstelle. Ja? Also jetzt entbirgt sich das, was wir eigentlich schon seit 1949 wissen können, dass wir nichts weiter sind als eine Kolonie der Vereinigten Staaten und dem dort herrschenden
militärisch-industriellen Komplex. Ich nehme dieses alte linke Kampfwort mal wieder in den Mund, weil es der Wahrheit entspricht. Es geht schlicht und ergreifend darum, sich Vorteile zu verschaffen, weil die Nationalstaaten ihre Grenzen mittlerweile verschwimmen durch das globale Internet. Und der Philosoph Wilhelm Flusser hat 1991 schon gesagt, die Strukturen der alten, der industriellen Gesellschaft sind dabei zu verfaulen und ihre Kadaver verpesten die Luft. Dazu gehört auch der BND. Der BND ist ein Kadaver, der noch nicht ganz tot ist. Und was macht die Netzgemeinde? Wir stehen hier, ich sag mal, das Fähnlein der sieben Aufrechten. Ganz großartig. Was macht die Netzgemeinde? Ihr macht Sandkastenspiele. Aber es gibt auch wirklich noch einige Revolutionäre unter ihren Reihen. Und ich nehme das als Pirat sehr ernst mit dem Zitieren. Ihr wisst ja, das ist nicht mehr Allgemeinkultur. Ich habe gestern einen Beitrag von Cory Doctorow gehört und er hat nichts Neues erzählt, wirklich nicht. Aber die Art und Weise, wie er es erzählt hat, das war wirklich neu. Er hat gesagt, Kryptographie und Verschlüsselung, das ist nicht der wirkliche Kampf auf der Welt. Der wirkliche Kampf, das sind die Finanzkrisen, das sind die weltweit zunehmenden Flüchtlingsströme, das ist Rassismus, das ist die weltweite Vermögensverteilung. Aber alle diese Kämpfe gehen verloren ohne ein freies Internet. Und deshalb, Frau Merkel, ich fordere Sie auf, viel Hoffnung habe ich nicht, machen Sie endlich den Mund auf, machen Sie Politik und zeigen Sie auch mal Zähne gegenüber den Vereinigten Staaten. Die Bürger verlangen das von Ihnen, die Wirtschaftsunternehmen in Deutschland verlangen das von Ihnen. Ich meine, wie muss man sich das denn vorstellen? Da ruft die NSA bei Boeing an. Leute, da ist gerade ein Vertrag unterwegs von der EADS nach Indien, weil die wollen 50 Airbusse kaufen. Dann kommt der Briefträger vom BND und sagt denen genau das. Und dann sagt die NSA zu Boeing, macht mal ein anderes Angebot, vielleicht könnt ihr da euren Dreamliner loswerden. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Ich sag's nochmal, Wirtschaftsspionage gehört bei der NSA, bei der CIA und beim GCHQ zum Auftrag. Und der BND als Außenstelle muss diesen Auftrag nicht erfüllen. Und wir fordern daher, dass Köpfe rollen, dass Stühle wackeln. Schluss mit dieser Schändung unserer Demokratie. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr wären als die, die wir hier sind. Allein reden und Meinungen äußern auf irgendwelchen Foren, auf YouTube allein bringt es nicht. Es braucht offensiven Widerstand und der gehört auf die Straße. Und wenn wir demnächst aufrufen gegen das transatlantische Freihandelsabkommen, noch so ein Ableger der Berater von PricewaterhouseCoopers in Brüssel, wenn wir dazu auffordern, dagegen zu demonstrieren, dann möchte ich wirklich, dass wir alle auf die Straße gehen und nicht nur wegen einem Jagdgesetz in Nordrhein-Westfalen. Dafür waren 15.000 auf der Straße. Es ist unfassbar. Wir müssen was dafür tun, alle gemeinsam, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, unseren lieben Freunden in diesem Land, erklären, wo die wirkliche Musik spielt, um denen dort mal Toilettenpapier in die Waldhörner zu stopfen. Das ist Ziel der Sache. Dazu müssen aber Stühle wackeln. Und ich sag's nochmal, die ganzen Kämpfe, die wir führen, die ganzen Umbruchssituationen, das Verschwimmen der Grenzen von Nationalstaaten, das Infragestellen von Souveränitäten, ist eine Begleiterscheinung dieses gigantischen historischen medialen Wandels, den wir haben. Und alle diese Kämpfe werden verloren gehen, nochmal Cory Doctorow, alle diese Kämpfe werden verloren gehen ohne ein freies Internet. Für ein freies Internet, lass Stühle wackeln! Danke. Ja, auch von mir schönen guten Morgen, Stefanie Schmiedke, Generalsekretärin der Piratenpartei Deutschland. Ich habe den heutigen Tag mal zum Anlass genommen, nachzuzählen, wie oft ich schon als Besucher beim Untersuchungsausschuss drüben im Paul-Löbe-Haus saß. Es waren 13 Mal, heute wäre das 14. Mal. Ich habe einiges in dieser Zeit gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie lückenlose Aufklärung tatsächlich aussieht. Es scheint wirklich interessanter zu sein, die Datenschutzbeauftragte im Zeugenstand zu fragen, wie denn so das Arbeitsklima beim BND war und ob sie mit ihren Kollegen zufrieden war, anstatt tatsächlich inhaltlich sachliche Fragen zu stellen. Ich habe gelernt, dass die Überwachung oder der Datenfang via Satellit keinem Recht unterliegt, weil er ja im Weltraum stattfindet und da kein Recht gilt. So sieht lückenlose Aufklärung aus.
Nach über einem Jahr Untersuchungsausschuss. Wie sieht's denn aus? Wir haben die Frau Merkel, die erst in den USA nachfragen muss, ob sie die Interessen des deutschen Volkes schützen darf. Wir haben einen BND, der sagt, ich vertrete eine andere Rechtsauffassung. Das reicht für eine Behörde scheinbar, um gängige Gesetze einfach so außer Kraft zu setzen und auf eigene Faust zu handeln. So, jetzt muss ich in meine Notizen gucken. So. Wir Piraten sagen seit 2006, Überwachung geht nicht. Aber es muss erst das Kanzlerhandy von der Frau Merkel abgehört werden, damit irgendjemand aufmerksam wird. Es muss erst rauskommen, dass Wirtschaftsspionage im großen Stil praktiziert wird, damit Firmen wie EADS tätig werden und Strafanzeige stellen. Österreich hat Strafanzeige gestellt. Wir Piraten, wir fordern auch eine lückenlose Aufklärung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man Snowden als Zeugen hört, dass man hört, was dieser Mann zu sagen hat. Wir fordern weiterhin Asyl für Snowden und wir wünschen eine gesetzliche Verankerung des Whistleblower-Schutzes. Und wir fordern weiterhin, dass ein parlamentarisches Kontrollgremium seinen Ansprüchen gerecht werden kann, indem wir es mit Personal und mit mehr Ressourcen ausstatten. Danke. Ja, vielen lieben Dank, Kami. Wir wollten jetzt, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt jetzt? 11:15 Uhr. Ach ja, Mensch. Das heißt, wir hätten jetzt noch ein Open Mic. Wer also Lust hat, noch was zu diesem Themenkomplex zu sagen, ist herzlich eingeladen. Wenn nicht, werden wir jetzt noch eine Runde Smooth the Reggae-Musik reinschmeißen. Ja, damit wir diesen restlichen Tag mit Berichten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und Ähnliches einfach ein bisschen besser verträgt. Ich danke Ihnen allesamt. Ja? Ja, wie gesagt, Open Mic, herzlich eingeladen. Ja, guten Tag, Angela Merkel. Ich bin Katja Hartwig und es freut mich, dass ich Sie mal persönlich sprechen kann. Ich wundere mich in den letzten Wochen darüber, dass wir hier eigentlich von vorne bis hinten verschaukelt werden, belogen werden und merke, dass die Gesetze, die Überwachung hochgefahren wird, statt runtergefahren wird, dass der BND, dass das BND-Gebäude für 300 Millionen Euro hier direkt um die Ecke gebaut wurde, dass also alles komplett hochfährt statt runter und sie wirklich versuchen, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Und ich muss Ihnen sagen, das finde ich wirklich das allerletzte. Und deshalb fordere ich Sie auf, treten Sie zurück. Das waren definitiv klare, klare Worte. Möchte jemand noch gerne ans Open Mic kommen? Ich mache das jetzt so, wie wir es bei Versammlungen sonst machen. Ich zähle bis 10, geistig. Möchtest du noch was sagen, Inga? Ja, Frau Bundeskanzlerin, also diese ganze BND-Affäre, wenn Sie da oben auf dem Balkon stehen, kann ich Ihnen sagen, wird die Luft für Sie ja langsam aber sicher dünn, weil die SPD ja jetzt auch schon Fragen stellt. Außerdem muss ich Ihnen sagen, dass mir dieser BND-Klotz, wo ich jeden Morgen aussteige an der Schwarzkopfstraße, mir dermaßen auf den Sender geht, die haben einfach Grundflächen für Wohnraum weggenommen. Die machen sich hier in unserem Berlin breit und das passt den Berlinern langsam nicht mehr. Und das wollte ich immer sagen. Danke. Dankeschön, Ingo. Möchte noch jemand das Open Mic? Ich. Mein Name ist Mirko Brandt. Wo möchten Sie es? Ja, ich denke mal, ich möchte mal ein paar Aspekte mit reinbringen, die hier noch gar nicht genannt wurden. Wir reden als Piraten von Überwachung. Das geht vielen Leuten anscheinend nicht so nah. Vielleicht sind es einfach ein paar wirtschaftliche Zahlen, die Leute zum Nachdenken bringen. Ich habe sehr lange im Bereich der Werbung gearbeitet. Da arbeitet man viel mit Daten, aus gutem Grund.
In Deutschland sind sehr viele Zahlen transparent, aber anscheinend nimmt sie keiner wahr. Laut Nielsen, das ist einer der großen Marktforscher in dem Bereich, werden im Jahr rund 30 Milliarden Euro brutto ausgegeben für Werbung. Gleichzeitig ist ein offenes Statement von Marketingtreibenden, dass sie die Hälfte ihres Werbebudgets sparen könnten, weil sie nicht wissen, wo es genau hingeht. Wenn man allein mal die beiden Zahlen zusammennimmt, sagt 30 Milliarden pro Jahr, und man weiß, bei zielgerichteter Werbung könnte man 50% von dem Budget sparen, wird vielleicht auch dem normalen Menschen bewusst, wie interessant es ist, hier zu investieren und dass Geheimdienste bei solchen Beträgen natürlich auch einen ganz normalen Return on Investment versprechen. Weil das Geld für diese ganzen Überwachungsanlagen und Speicher muss ja irgendwo herkommen. Die ganzen Videokameras, die installiert werden, müssen sich ja irgendwo refinanzieren. Und allein aus der Vorstellung heraus, wir wollen mehr Überwachung haben, wird keiner Geld investieren. Es ist zu viel Geld im Markt. Es gibt eine riesige Finanzblase. Hier in Deutschland würden wir am besten merken, dass wir sehr günstig Geld leihen könnten, um zu investieren, und zwar investieren in unsere Zukunft, in Bildung, in eine soziale Verbesserung. Aber dieses Geld ist nicht vorhanden. Aber stattdessen wird sehr viel mehr Geld in weitere Überwachung investiert. Und das sind Zusammenhänge, die öfter mal hinterfragt werden sollten, weil ich denke mal, das sollte man dann auch wirklich der Familie auf der Straße erklären, wenn eine CDU und eine SPD Familienpolitik betreiben, warum kein Geld für Schulen da ist, aber gleichzeitig Geld dafür da ist, Geheimdienste aufzurüsten. Dankeschön, Mirko. Lass mich doch einfach deine Kamera nehmen. Möchtest du Stereo sein? Ja, mein Name ist Mirko Bramann, ich bin auch im Landesvorstand Berlin der Piratenpartei und ich habe auch was mitgebracht, und zwar möchte ich den BND auffordern, uns Informationen zuzuspielen. Wir werden dafür sorgen, also ich persönlich verbürge mich dafür, dass diese Informationen, diese Kuvere oder was auch immer sie uns übergeben wollen, entsprechend behandelt werden. Wir werden auch noch eine Telefonnummer einrichten im Ausland und wir werden uns noch andere Dinge einfallen lassen im Sinne von WikiLeaks, dass sie uns Informationen übergeben können, weil wir müssen diesen Laden endlich auflösen oder diesen ganzen Wahnsinn beenden. Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen sollten. Wir müssen uns langsam wirklich damit beschäftigen, wie wir diese Leute bekämpfen. Also ich benutze dieses Wort sehr ungern, aber es wird nicht anders gehen. Also so eine Demonstration, die Leute sagen alle, naja, was interessiert mich das? Bei mir gibt es ja nichts abzuschnorcheln. Ich sage Ihnen was, ich bin seit 30 Jahren Administrator und ich kenne alle Dinge, die es dort gibt. Und ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich sehr, sehr gruselig, was da möglich ist. Vor allen Dingen auch dann, wenn selbst Verschlüsselung nicht mehr sicher sein kann. Wir haben ein Recht darauf, dass unsere Information nicht einfach irgendwo gespeichert wird. Wir haben ein Recht darauf, zum Beispiel wenn eine Firma Daten speichert und man ist bei dieser Firma nicht mehr Kunde, dann kann man verlangen, dass diese Daten gelöscht werden. Das wissen auch viele nicht. Das wird auch viel zu selten gemacht. Also ob ich bei Quelle einkaufe oder bei Otto, wenn ich da nicht mehr Kunde sein will aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich den Brief schreiben, dann müssen die meine Daten löschen. So, wie ist das mit dem BND? Den schreibe ich einen Brief und dann zeigen die mir einen Finger oder was? Wollen wir das hinnehmen? Also ich glaube nicht, das kann so nicht weitergehen. Warum sind Sie? Ja, nun, weil ich mich für die ganze Situation natürlich sehr interessiere und auch einsetze. Sehr gut. Haben Sie Ideen? Haben Sie Ideen, was wir machen können? Den Deutschen endlich hinterm Ofen hervorbringen. Also die letzte Umfrage, die ich gerade gestern gesehen habe, die lag bei irgendwie 43% CDU. Ist ja gruselig. Warum kommt das? Ja, war schon immer so und ging schon immer so und das kann auch so bleiben. Und unmittelbar bin ich nicht bemüht. Das Wetter ist schön oder auch mal nicht so sehr schön. Ja, das interessiert uns dann viel mehr als das, was in der Politik passiert. Ja. Manchmal meine ich, es müsste in Deutschland wirklich einmal wieder richtig krachen. Vielen Dank. Ich wollte die lieben Anwesenden nur noch darauf hinweisen, es gibt doch auch noch positive Zeichen. Es gibt zwei hochqualitative politische Informationssendungen im deutschen Fernsehen, im ZDF, nämlich die Heute-Show und die Anstalt.
Und mit Olli Welke möchte ich sagen, das mit dem BND auflösen, ich hätte da einen besseren Vorschlag. Also ich würde ja gerne wissen, mal so als Idee an den BND, was ist das Elfmetergeheimnis von Bayern München? Ja, ihr Lieben, jetzt... Oh, Gordon, bitteschön. Ja, mein Name ist Gordon Geißler, ich bin Vater von zwei Töchtern. Die älteste ist 7 und kommt aus einem politisch interessierten Haushalt. Und es war auch schon auf 4 Bundesparteitagen. Und es begibt sich Situationen, dass wir in ein Kaufhaus gehen und meine ältere Tochter, damals noch im Alter von 6 Jahren, mich fragt, Papa, Achtung, da sind Kameras, und zwar nicht, weil ich ein Ladendieb bin, sondern weil sie gehört hat bei Logo TV, das ist eine Kindernachrichtensendung, die das anschaulich erklären, sodass das auch Erwachsene verstehen, die das anschaulich erklären und die versteht, das ist merkwürdig, dass man überwacht wird und man wird überwacht, weil der Diebe sind. Und sie fragt mich, wo sind denn die Diebe? Ich weiß es nicht, aber wir glauben, dass da ganz viele Diebe sind. Und sie fragt mich, warum werde ich überwacht? Das habe ich denn getan? Sage ich, nichts, aber man glaubt, dass du was tun würdest. Und ich möchte, dass meine Kinder in einem Staat aufwachsen, in dem zwischen Recht und Unrecht unterschieden wird und in dem sie die Fähigkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden, was für sie Recht und Unrecht ist. Und nicht in dem alles als Unrecht und als Böse hingestellt wird, sie mit dieser ständigen Angst aufwachsen müssen, von Bösem umgeben zu werden. Ich wünsche mir einen Rechtsstaat, in dem meine Kinder aufwachsen können. Danke. Dankeschön, Gordon. Und du hast etwas gesagt, was mich jetzt auch ziemlich inspiriert hat. Ich habe drüber nachgedacht. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich bin Jahrgang 67. Und diese Zeit als Kind, ja, junge Hüpfer, ja, wenn du das sagst, diese Zeit ist durchdrungen von Erinnerungen, die viel mit Angst zu tun haben. Es war damals die Zeit der atomaren Hochrüstung. Es war die Zeit, wo sich zwei verfeindete Nationen mit einem Waffenarsenal gegenüberstanden, womit man die Welt tausendfach hätte auslöschen können. Und die Demarkationslinie oder die Linie, auf der dieser Krieg stattgefunden hätte, war bei uns in Deutschland. Ich kann mich erinnern, als ein damaliger Western-Präsident Ronald Reagan aus Spaß im Radio sagte, die Raketen sind jetzt unterwegs, dass es zu einer internationalen Staatskrise geführt hat und alle kurz davor waren, auf den roten Knopf zu drücken. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meiner Schwester im Garten weinend saß, weil uns bewusst wurde, wir werden sterben. Wir hatten permanent Angst, weil mitten in der Nacht plötzlich riesen Panzerkolonnen-Manöver durch die Republik gemacht hatten. Es gab immer wieder Mobilmachung. Und zur Zeit meiner Zivildienstzeit war es normal, dass man als Zivi, der ja eigentlich den Dienst mit der Waffe verweigert hatte, zu einer NATO-Übung, die sich Vintex-Cimex nannte, eingezogen wurde, um Botengänge, das war die Simulation, um Botengänge im radioaktiv verseuchten Deutschland zu machen. In dieser Zeit bin ich groß geworden und in dieser Zeit gab es irgendwann eine Bewegung, die mir Hoffnung gegeben hat. Es war die Friedensbewegung. Und die Friedensbewegung wurde lauter und stärker in Deutschland, bis Perestroika kam, bis die Mauer fiel. Es war eine riesige Erlösung. Wenn wir in das heutige Jetzt schauen, ist die Angst wieder da. Die Angst vor Totalüberwachung, die Angst davor, dass die Daten, die von uns gesammelt werden, ein Bild ergeben, das uns plötzlich zu Verbrecher macht, in Verbindungen bringt, in denen wir niemals sein wollen. Wir haben Angst davor, dass in unserer Gesellschaft mehr und mehr Freiheit dadurch eingeschränkt wird, Menschen sich nicht mehr trauen, ihrer freien Meinungsäußerung nachzugehen. Wir haben aber auch Angst für die Menschen, weil wir sind empathische Wesen und wir bekommen mit, wie Menschen weltweit durch Drohnen gezielt auch durch die Kontrolle in unserem Land umgebracht werden. Das ist eine neue Angst. Ich sage euch, es braucht etwas und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen und ich will jetzt ein bisschen Hoffnung mitgeben auf den Heimweg. Es ist Zeit für eine digitale Friedensbewegung. Ich danke euch. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und wir fangen an abzubauen. Ich danke euch vielmals, dass ihr gekommen seid und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass dieser BND in Deutschland so verschwindet. Danke. Ja.